Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind vor den Hallen von Erdorath. Und ja, hier unten steht ein Orkrieger. Was auch immer der hier macht. Hier steht ein Orkrieger. Sag mal, Watras, was bist denn du eigentlich für eine Pussy? Wieso steht hier ein Orkrieger? Das Spiel können wir jetzt noch 5 Stunden spielen. Ich wollte ja eigentlich zum guten Watras. So, das war's mit dir, hey, du Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. So, zeig mir was. Ich verkaufe jetzt was, habe ich beschlossen. Und zwar Tränke. Ich brauche die Heiltränke definitiv nicht in den Mengen, in denen ich die einstecken habe. Irgendwie muss ich es ja jetzt mal hier ein bisschen refinanzieren, dass das hier ein sehr teures Hobby ist, was ich so habe. So, gut, dann kaufen wir ihm ein Kronstöckel ab und machen uns noch einen Mana-Trank. Ich brauche eigentlich nichts anderes außer Mana-Tränke. So, na dann, immer her damit. Nochmal 5 Mana, 174, 274. Ist okay, kann ich mit umgehen, so. Jetzt weiter geht's. Jetzt sind hier die Orks überall. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier einmarschiert sind. Ich muss jetzt erstmal weiter in diese Hallen vom orkischen Oberst. Ich will da noch diese Lagerräume untersuchen. Da müssen wir mal schauen. Irgendwie kriegen wir das schon auf die Kette. So langsam wird's ja. Es ist halt krass, was diese ganzen Zaubersprüche so kosten. Das ist echt derb. Das ist echt schweineteuer. Dass man mit so einer 274er Ladung gerade mal so irgendwie so einen verkackten Ork umgeschossen kriegt, finde ich echt derb. Naja, und die Typen, die man beschwören kann, sind halt leider echt ganz schön verbuggt. Also wenn die mal kämpfen und so, die Dämonen, ist das alles sehr gut und dann funktioniert das auch alles ziemlich geil. Aber eben auch nur wenn. Na, mal schauen. So, jetzt habe ich natürlich hier, ich habe immer noch, Gott, ich habe 46 Lernpunkte. Ich muss dann echt beim nächsten Mal, wenn ich zum Schiff komme, muss ich definitiv nochmal irgendwas lernen. Wahrscheinlich einfach kaufe ich einfach noch ein bisschen Mana. Bringt ja sonst alles nichts. Mal schauen. So, hier ist ein Trank. Noch mehr, eine schwarze Perle. Jede Menge Lebenstränke. Ja. Bringt mir nichts, habe ich gerade verkauft. Aber na gut, ist ja wie es ist. Was haben wir denn hier? Eine Spruchrolle. Oh, guck mal hier. Das ist doch das, was man gerne sehen möchte. Mana-Tränke im Überfluss. Und da hinten noch mehr. Guck mal. Hier gibt es Heiltränke im Überfluss. Ich glaube, hier sind permanente dabei. Ich gucke gleich mal nach. Guck mal. Nochmal 5 Mana. Lebensenergie können wir aussteigern. Das ist auch okay. Ja, das ist ja geil. So, pass mal auf, jetzt hier noch bestimmt noch. Na, hier ist gar nichts drin. Also nichts Spannendes. Das ist auch krass, dass ihr am Ende von einem Gothic im 6. Kapitel 20 Gold habt. Das ist echt der Knaller. Also das ist echt derb. Das ist mir tatsächlich so in der Form echt noch nicht passiert. Okay. Bum, 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 bum. Was ist das denn hier eigentlich? Okay, nichts, was man irgendwie anschlagen kann. Okay. Also das war ja schon mal ganz nett.
Jetzt sind wir bei 279. Ja, wenn ich noch 10 Mana lerne. Naja, wir könnten es vielleicht doch schaffen, dass wir 2 Feuerregen hintereinander rausprügeln können. Es müsste halt irgendeinen Skill geben, der so ein bisschen Mana-Regeneration ermöglicht. Das muss ja auch nicht viel sein, aber wenigstens so ein bisschen. So, Fackeln, hat er gesagt. Erst die linke und dann die rechte. Ja. Und schon geht die Bude auf. Aha, und hier von innen kann man es. Oh je. Na klar. Ja, das mache ich jetzt mal weg hier. Ein Suchender. Ja gut, aber für die haben wir ja die passende Strategie. Einfrostung nennt sich die Strategie. Die würde ich ja auch grundsätzlich gerne bei allen anderen anwenden. Aber es ist halt, das Problem ist hier, dass die immer in Massen kommen. Man hat ja immer gleich so einen riesen Trupp an Gegnern vor der Brust. So. Ansonsten ist ja Einfrosten. So wie das hier. Na genau. Das ist es, was ich meine. Komm. Sehr gut. Das war doch mal nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Wenn man schon so einen Regen macht, dann muss man auch so schnell wie möglich noch ein bisschen laufen. Dann muss man noch ein bisschen ein paar Gegner mit umhauen. Okay. Hier hat es auf jeden Fall noch so ein paar Feuerkräuter. Was? Ein Heilkraut. Das ist auch spannend, dass das hier unter der Erde so gut wächst. Kindergarten. Du kleiner Suchender. Das war nichts. Hab dich. So. Ja, so langsam kommt die Schadenfreude. Okay. Es sind noch mehr. Das ist genug für einen grandiosen Feuerregen. Achtung, geht los. Komm, lauf. Scheiße. Siehst du, wenn man jetzt einen zweiten machen könnte. Aber das ist natürlich jetzt, das ist jetzt richtig geil. Hier hat es jetzt tatsächlich mal einen Vorteil, Magier zu sein. Bei den Mengen da vorne, da lohnt sich der Einsatz. Pass auf jetzt, meine Freunde. Jetzt habe ich hier für euch also was Grandioses. Pass mal auf, kommt mal alle zu mir. Alle Mann, es sind alle herzlich eingeladen. Alle. Kommt, meine Freunde. Das war nicht schlecht. So dachte ich mir das. Dann macht das auch durchaus Sinn. 7 auf einen Streich. Guck mal, wie sie hier schön liegen. Ja, die Echsenschwerter würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Ich weiß, es ist ein bisschen kleinlich, aber... Da ist nichts zu holen.
Wie Sie sehen, ist der Ära definitiv pleite. Kann ich sagen, wenn als ich früher Classic 2 durchgespielt habe, war zu dem Zeitpunkt, also Geld spielte keine Rolle. Ich habe, glaube ich, nie was bei der Mannschaft gekauft, die ich mitgenommen habe. Die waren einfach so mit, weil, ja, konnte mal was lernen oder so, aber Dracheneier, aha, scheiße. Die hätte ich jetzt natürlich im Kloster nochmal sinnvoll anbringen können. Was ist denn das hier? Sind doch noch viel mehr, oder? Ich mach schon mal den Feuerregen raus. Gehe hier mal durch die Mitte. Aha. Da vorne steht ein Drache. Wieso steht da nochmal ein Drache? Seid ihr bescheuert? Alter. Die habe ich doch schon mal besiegt, diese komischen Kackdrachen. Ja gut. Auf jeden Fall gibt es ja auch jede Menge Truhen. Wenn jetzt natürlich hier diese Truhen rappelvoll sind mit Equipment, was gut ist, dann... Bogen. Und Gold. Bogen und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur Mana-Tränke ohne Ende. Ey, guck mal hier, Gold. Ich bin reich. Boah, Alter, noch mehr Drachen. Fische. Pfeile und Gold. Na gut, jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen Knete, das ist ja ganz okay. Vielleicht. Oh, hier, guck mal, gibt es noch mehr Dracheneier. Dracheneier nehme ich jetzt mit. Die lasse ich euch jetzt nicht. Aber ich sag mal so, also hier war jetzt Feuerregen echt mal grandios. Also hier könnte man wirklich mal im großen Stil abräumen. Das war geil. Oh, wieder Geld. Ja, guck mal, jetzt haben wir gleich wieder 1000 zusammen. Was liegt denn da? Da liegt doch was. Ein alter Brief. Ein alter Brief. Was sagt mir ein alter Brief? Oh, ich habe zu viel Zeug, sagt mir der alte Brief. Letzte Warnung. Es ist mir völlig egal, ob ihr die Brücke von der anderen Seite überqueren könnt oder nicht. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr sowieso alle in der Hölle schmoren. Ich werde die Brücke eingezogen lassen, solange ich mich in meiner Residenz befinde. Wenn ich nochmal jemanden dabei erwische, dass er mit Pfeil und Bogen auf die Schalter schießt, um hinüberzukommen, dann werde ich den Schützen eigentlich am nächsten Baum aufhängen. Aha. Kann man ja mal machen. Kann er mich ja mal eigenhändig am nächsten Baum aufhängen. Nix. Schade, ich dachte, hier gibt es ein bisschen mehr zu holen als das. Aber egal. So, wir schauen weiter. Ich muss wahrscheinlich tatsächlich an diesem Drachen da vorbei. Hier geht sonst anderweitig nicht weiter. Die Frage ist, muss ich das mit dem Auge Inners tun? Oder geht das ohne? Ich werde es mal ausprobieren, was das Auge Inners zur Weltlage sagt. Das ist dann zwar mana-mäßig nicht ganz so schön. Ja, ein Drache, eigentlich kann ich das Auge dann auch wieder aufladen.
Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Ja. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen. Ja. Und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch. Aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Abwarten. Ich mach das mal wie immer. Standardtaktik. Ich hoffe, der Dämon reicht auch für die Typen hier. Naja, wir können ein bisschen Pfeile drauf schießen. Weißt du was, komm. Ach nee, der, guck mal, der Dämon hat das voll im Griff. Können wir einfach uns schon ums Looten kümmern hier. Oh, bisschen Gold. Na, wie sieht's aus? Na, guck mal, er hat den Drachen im Griff. Was sagt denn jetzt eigentlich mein Auge Innos? Ist das jetzt matt und ohne Glanz? Alles klar. Jetzt müssen wir tatsächlich wieder aufladen. Drachenschuppen. Okay. Spiel speichern. Nachteil ist natürlich, jetzt muss ich zu dem verkackten Schiff zurückrennen. Aber das muss ich jetzt machen. Ich muss das Auge aufladen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie weit das hier noch geht und nicht, dass ich dann vor dem Endtypen ohne dem Auge stehe. Das wäre nicht so schön. Aber ich sagen muss, das Gespräch hätte ich mir auch sparen können. Ich hätte noch einfach aus der Jacke boxen können. Na gut, wir halten fest. Dämonen gegen Drachen. Dämonen 5, Drachen 0. Läuft. Das ist definitiv richtig geil. Richtig geil, ist das richtig geil, sag ich dir. So. Jetzt geht's hier zurück. Ich hoffe, dass es nicht schon wieder irgendwelche Orks hier das Schiff überfallen, dass das nicht so ein Dauerzustand ist. Da können wir gleich mal eine Runde pennen und ich glaube, dann lerne ich jetzt auch was. Ich gebe jetzt die Punkte aus und sei es nur für Mana. Oder ich gucke mal, ob er mir noch einen coolen Zauberspruch beibringen kann. Ja, bauen wir uns noch eine Rune. Aber es macht ja auch keinen Sinn, das Spiel abzuschließen und einfach die Lernpunkte mit mir rumzuschleppen. Also das ist albern. Wobei ich sagen muss, ich will schon gerne zwei Feuerregen hintereinander sprechen können. Das wäre schon genial und das Ziel ist ja nicht mehr so weit weg. Nicht mehr so weit weg. Ich werde das jetzt genau so tun. Gehe jetzt erstmal aufs Boot. Jo. Dann gehen wir mal hier hoch. Schnick, schnack, schnuck. Ey, Milton, komm, du musst mir jetzt was beibringen. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Man darf halt nicht alles glauben. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fragen wir was draus. Ich helfe dir. Aber nur unter der Bedingung, dass du dafür sorgst, dass die Orks bleiben, wo sie sind. Ja, Runen herstellen, was kann ich denn hier dann? Das ist nun wirklich nicht mein Spezialgebiet, aber wir kriegen das schon hin. Was hast du denn? Sechster Kreis, Armee der Finsternis könnten wir lernen. Wir könnten noch Monster schrumpfen lernen. Okay, ich werde jetzt einfach mal... Komm. Okay. Ich kann das nicht glauben. 25. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Okay, Mana können wir nicht mehr lernen.
Ja, dann lerne ich jetzt diese Armee. Dann will ich die Armee lernen. Ich will es mal ausprobieren. Oder Monster schrumpfen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Möglich ist alles. Pass auf, ich lerne jetzt mal Todeshauch. So. Keine Ahnung, was das ist. Wobei, komm, ich habe jetzt noch so viele Punkte. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich kann keinen Mana mehr steigern bei ihm. So. Machen wir es mal so. Ich habe jetzt, guck mal, ich habe immer noch 16 Lernpunkte. Ich glaube, die stecke ich jetzt wirklich gleich in Geschick oder so ein Kram oder ins Bogenschießen. Dass man sagt, man macht sich noch ein bisschen Bogenschießen drauf. Oder Stärke für eine geilere Waffe. Stärke für eine geilere Waffe wäre eigentlich noch ganz geil. Hey. Matras, zeig mal her. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bringe ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten. Ja. Hey, guter Matras. Okay, da kann mir auch nicht helfen mit den Dracheneiern. Kann ich irgendwas mit Dracheneiern machen? Ah, jetzt muss das Auge immer wieder aufladen. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. So, und jetzt basteln wir uns mal hier. Armee der Finsternis. Geil. Krieg ich da eine Kettensäge als Arm? Das wäre geil. So. Und wir erschaffen uns Todeshauch. Oh. Zu wenig Rohstoffe. Scheiße, was brauche ich denn für Todeshauch? Was brauche ich denn für Todeshauch? Habe ich überhaupt eine... Aha. Ja. Das ist das Problem. Ich habe keine Schriftrolle vom Todeshauch. Da muss ich jetzt mal schnell eine Runde pennen und dann kaufe ich mir noch eine. Ja, so lange lasse ich die Folge jetzt auch noch laufen. Das ist jetzt okay. Ich denke, das können wir schon mal machen. Todeshauch. Muss ich noch eine Schriftrolle erwerben? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Bitte! Jetzt komme ich nicht mehr in die Kapitänskajüte rein. Ehrlich jetzt? Boah, Leute! Es gibt so Dinge, die verstehe ich nicht. Penne ich halt hier unten. So, Todeshauch, okay. Wer hat sowas für mich? Wer kann mir das verkaufen? Matras, zeig mal her. Warte mal. Lehre mich. Ich werde. Scheiße, ne. Verkauf mir meine Todeshauchrolle. Hat er nicht. Hat er nicht. Scheiße. Oh Mann. Ich habe ja gesagt, irgendwas vergesse ich auf jeden Fall. Irgendwas wird's sein. So. Und den Rest, glaube ich, stecke ich jetzt tatsächlich in Bogenschießen und Geschicklichkeit. Vielleicht kommen wir noch eine Stufe nach oben. Und können noch einen größeren nehmen. Ich kann das nicht mehr hören. So, das hat er doch vorher gewusst. Er hat gar nichts. Okay, dann hat sich das erledigt. Schade, das hätten wir uns natürlich echt sparen können. Ich kann das nicht glauben. Höchst ärgerlich. So, Diego, mein Freund. Jetzt wäre ich der Bogenschütze. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich brauche vielleicht. Keine Ahnung. Okay, da können wir einen Bogen verkaufen. Ich hätte das nicht gedacht. Was brauchst du? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Bogen. Eine ruhige Hand. So, und Geschicklichkeit.
Du erspart. Wer erzählt denn sowas? Du erspart. So, okay, dann machen wir das jetzt. Dann werde ich mich jetzt noch ein bisschen auf den Bogen fokussieren. So, alle Lernpunkte ausgegeben. So, und jetzt ist es aber definitiv auch viel zu lange. Jetzt ist auch Schluss mit dem Lustig. Folge 151 findet hiermit ihr Ende. Es läuft. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Ja, und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.